Der Reparaturbonus ist eigentlich dazu da, dass kaputte Elektrogeräte oder andere Gegenstände nicht weggeworfen, sondern repariert werden. Seit der Einführung Ende April 2022 wurden über 1 Million Elektrogeräte repariert. 3.500 Betriebe nehmen an der Aktion teil. Personen können ihre defekten Geräte zu einem teilnehmenden Betrieb bringen und dort reparieren lassen. Der Betrieb reicht die Rechnung ein und bekommt 50% der Kosten zurück. Doch das System ist nicht wasserdicht, denn 74 Unternehmen stehen nun unter einem Betrugsverdacht. Ein Unternehmer aus Wien ist deswegen bereits vor Gericht gestanden. Er soll über 1.041 Förderungen für falsche Handyreparaturen abgerechnet haben und damit rund 160.000 Euro erschlichen haben. Das nicht rechtskräftige Urteil lautet 22 Monate Haft. Das Umweltministerium hat der Krone erklärt, wie sie den Betrug entdeckt haben. Wir haben natürlich also interne Kontrollmechanismen, standardisierte. Und wir hatten auch Hinweise von Bürgerinnen. Die ersten Unregelmäßigkeiten sind uns aufgefallen Anfang letzten Jahres. Aufgrund dessen haben wir dann die Kontrollen verschärft. Und auf diesen konkreten Fall, der eben heute verhandelt worden ist, sind wir eben dann durch diese verschärften Kontrollen gestoßen. Das bisherige System hat es den teilnehmenden Betrieben zu leicht gemacht, für erfundene Leistungen Geld einzustreichen. Das Klimaschutzministerium verschärft nun auch Betrugsverdachtsfällen das Sicherheitsnetz der Abwicklung des Reparaturbonus. Das Herzstück der Verhinderung von weiteren Betrugsfällen ist diese Umstellung des Ablaufs beim Reparaturbonus. Es gab ja letzten Sommer eine Pause. Davor war es ja so, dass der Kunde den Bon beim Betrieb vorgelegt hat und dort auch nur mehr die Hälfte zahlen musste, weil der Differenzbetrag hat der Betrieb dann von der abwickelnden Stelle, von der Kommunalkreditzelle direkt bezogen. Das haben wir im Sommer umgebaut, sodass jetzt der Kunde nach wie vor den Bon besorgt, beim Betrieb einreicht, nun aber den gesamten Betrag dort bezahlt und der Anteil der Förderung, also 50% in der Regel bis maximal 200 Euro, werden direkt auf das Konto des Kunden überwiesen. Dadurch macht es für Betriebe keinen Sinn mehr, oder sie haben keinen Vorteil daraus, falsche Rechnungen vorzulegen. Die Sachbearbeiterin bedauert, dass der Reparaturbonus ausgenutzt worden ist. Es ist natürlich schön für den Bürger, wenn er im Geschäft steht und nur mehr die halbe Rechnung zahlen muss. Und vom Aufwand her erfreulich. Und man wollte hier eigentlich das gesamte System so bürgerfreundlich und praktikabel wie möglich machen. Und diese Grundidee wurde eben leider durch einige Unternehmen, die Betrug, wie man jetzt in diesem Fall auch gesehen hat, durchaus im großen Stil betreiben, leider missbraucht. Unter den Top-Geräten, für die ein Reparaturbonus beantragt wird, liegen auf Platz 1 Smartphones und Handys, dahinter Geschirrspüler, Waschmaschinen, Espresso- und Kaffeemaschinen sowie Laptops.